Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Ich hoffe, euch geht das gut. Mir geht das gut, glaube ich. Sagen wir, ich war heute schon wieder im verrückten Zustand. Ich schrieb auch irgendwo, glaube ich, mal heute schon, ich bin Krawallmara. Ja, ich weiß, wo ich schrieb, aber die wissen es ja nicht, wo ich schrieb. Ich hoffe, das hat keine Auswirkungen auf heute und auf jetzt. Wenn ich ein bisschen zu krawallig bin, dann haltet ein Schild nach oben. Halt ein großes Schild nach oben, holt damit aus und zieht es mir über die Rübe. Einverstanden? Ich hatte, glaube ich, noch vor, nein, ich hatte heute noch vor, auf jeden Fall ein paar Herzen zu sammeln. Ein paar kriege ich ja scheinbar schon durch den Chat zusammen. Denn ich würde niemals versuchen, solche Witze zu machen. Genau, brace yourselves, Krawallmara is coming. Ich überlege gerade was, genau, wir, beim letzten Mal waren wir... Dankeschön, Soli. Ja. Ganz viele Waffeln nur für mich. Der Soli, der war übrigens so lieb. Der hat mich heute... privat angeschrieben, als ich meinen Feierabend heute hatte und wünschte mir extra nochmal ein schönes Wochenende. Das ist Follower-Power, Leute. Das verdient auf jeden Fall Herzchen. Vielleicht ist das auch Extrawurst, aber ich finde es toll. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Er war der Meinung, dass er nervig sei damit. Aber ich fand das echt lieb. So, wo waren wir beim letzten Mal? Wir haben unser eigenes Häuschen aufgebaut. Wir haben angefangen dabei, diese Stadt, Dorf, was auch immer aufzubauen. Ich würde da gerne heute weiterbauen, soweit das funktioniert. Und dann würde ich gerne noch Schreine abklappern, damit wir eben, wie gesagt, doch noch das ein oder andere Herzchen vielleicht beisammen kriegen. Was bestimmt auch cool wäre, wenn wir noch bei ein paar Feen vorbeikommen. Damit wir die Ausrüstung noch ein bisschen aufbessern können. Das würde ich jetzt auch nicht für die schlechteste Idee halten. Ich würde jetzt aber sagen, schauen wir einfach mal, was wir hinkriegen. Wie oft wir sterben. Und wie viel Spaß wir hier gemeinsam im Chat vor allem haben. Auf ins Spiel. Haben wir eigentlich schon eingetauscht, was wir zum Eintauschen haben? Ich würde noch mal Herzen nehmen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Würdet ihr einmal Ausdauer nehmen? Wer ist für Ausdauer, wer ist für Herzchen? Für die nächsten vier. Ein Ziel gibt's nicht. Wir haben die untere Reihe angefangen. Ich glaube, Soli will damit ausdrücken, er ist für Herzen. Herzen oder Ausdauer? Ich kann nur ein Herz und ein Ausdauer. Naja, diesen 1,5 Balken, würde ich sagen, habe ich aktuell an Ausdauer. Ich habe mich ja bis jetzt immer mit irgendwelchen Tränken. Also nochmal ein Herz. Das war dann zwei Herzen in Reihe 2 haben. Das nächste Ausdauer. Okay, ich habe Ragnoran mit ein Herz, ein Ausdauer. Ich habe Shikagoku mit ein Ausdauer. Eigentlich haben wir Gleichstand. Aber ich mache jetzt ein Herz, ein Ausdauer. Ausdauer kann man nicht genug haben, sagt Shikagoku. Man kann auch Herzen nicht genug haben. Das ist das Problem an der ganzen Sache, leider.
Aber ich habe mir jetzt noch ein bisschen Kletterpower genommen. Weil wir schon so lange keine Ausdauer mehr zu uns genommen haben. So, jetzt, wenn wir noch einen Schrein zu. Ein Herz zusammenkriegen, haben wir. So, was will er denn von uns? Ho, ho, ho. Hallo. Du hast Goronen zu uns geschickt. Vielen Dank. Auf Goronen kann man sich verlassen, zumindest auf ihre Muskelkraft. Die zerlegen die Felsen wie nichts. Gerada und Pupunda. Gegen ihre Namen ist auch nichts einzuwenden. Pupunda hat übrigens angefangen, das Erz zu verkaufen, das beim Arbeiten zum Vorschein kommt. Und als nächstes... Ja, ja. Genau, ohne Herz ist man allerdings auch seelenlos. Das nächste wird wieder ein Herz. Wie, ich brauche 3 Reihen Herze. Ernsthaft? Ohne mich zu verscheißern jetzt? Wenn wir mehr Leute einladen wollen, brauchen wir auch mehr Unterkünfte. Könntest du 20 Holz binden, schon wieder? Zusammen mit dem Material der Firma müsste ich damit ein paar neue Häuser bauen können. Ja, holzen wir mal mit dem Masterschwert wieder ab, oder? Das geht immerhin nicht wirklich kaputt. Oh Gott sei Dank. Ich habe gerade wirklich gedacht, dass wir den 3 Reihen wärst. Oh, Schrein in der Nähe. Bin nur zu faul zu kochen. Das ist das Grundproblem. Die Bonusreihe. Wenn ich schon alternative Spielweisen habe, dann auch Bonusherzen, wie? Wie viele Holzbündel haben wir denn? 2. Okay, das dauert noch ein bisschen, bis wir alle Holzbündel haben. Aber da unten haben wir auch jede Menge Wald. Boah, da müssen wir wahrscheinlich ewig laufen, bis wir dort angekommen sind. Ist hier denn irgendwo noch eine Axt oder so für mich? Das war's mit meinem Schwert. Ich will halt eigentlich nichts davon. Komm schon, irgendwo muss hier doch eine Axt sein, oder? Einfach nur ein kleines Äxtlein für mich. Wenn sie so viel Holz wollen. Oder hat jemand eine Idee, wo eine Axt rumstehen könnte? Ich meine, ich kann jetzt nicht einfach warten, bis mein Schwert wieder aufgeladen ist. Vielleicht irgendwo hier um ihn rum? Anscheinend nicht. Aber die Bäume um ihn rum müssten ja eigentlich schon fast reichen. Hier auf der Insel, um 20 zusammenzukriegen. Ach komm, welches Schwert opfern wir auf? Das fette, das hier? Ah, damit fallen wir auch den Baum gleich. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Lalalala. Mal gucken, ob ich wirklich die 20 zusammenkriege, wenn ich hier alle Bäume weg habe. Ich habe keine Axt, Körmel, sonst würde ich eine Axt nehmen. Oh, sogar 2 Bündel diesmal. Ich würde wirklich eine Axt nehmen, wenn ich eine hätte. Ich habe ja gar kein altes Hockbock-Schwert, das ist ja das Problem. Wer ist denn die Hockbock? Hockbock.
Ups. Ich will es ja eigentlich nicht verwenden. Aber es ist für einen größeren Zweck. Ups, nee. Hochklettern wollte ich jetzt nicht. Wow, 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 wow. Oh, wow. Ich glaube, mein Königszweihänder zerbricht gleich. Blöd. Wachsen die Bäume nach, wenn ich jetzt schlafen gehe? Und wie viele habe ich davon? Vor allem 15. Das heißt, 5 fehlen noch. Bis morgens. Nee, schade, wachsen wohl nicht so schnell nach. Aber da oben stehen ja noch ein paar Bäumchen. Es tut mir auch weh, das Schwert dafür zu verwenden. Ich habe immer noch Angst vor diesem Ding. Ich werde es jetzt noch nicht machen, aber ich werde es noch machen. Sobald wir die 20 Holzbündel haben. Ganz bestimmt. Ups, das wollte ich nicht. Ich glaube, ich habe das Schwein verschreckt. So, eins. Kann ich damit Bäume fällen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ja, sag ich ja eher nicht. Dann muss wohl doch das zwei. Oh. Äpfel, 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 Äpfel. Zwei. Drei. Dein Magen macht Faxen. Ist das nicht eher die Aufgabe eines Faxgerätes? Hier? Oh, hallo Stefan! Schön, dich mal wieder zu sehen. Willkommen bei der fröhlichen Holzhackerparade. Oder sowas in der Art. Oh, da glänzt was. Leichling, okay. War jetzt nicht so berauschend. Wie geht es dir, Stefan? Es blinket noch. Seht ihr schon was? Kann ich in die richtige Richtung? Oder sterbe ich gleich? Wahrscheinlich unten, oder? Der Schrein ist doch bestimmt unter uns. Oh Gott. Ich guck mal von der anderen Richtung gleich. Frisst mal das da aus. Oder den da. Vielen Dank, mir geht das auch gut. Ich bin ein bisschen stolz, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
weil sie mir auf der Arbeit immer mehr Sachen anvertrauen. Heißt zwar auch mehr Verantwortung, aber irgendwie ist das schon ganz nett. Ich habe auch letztens, also ich habe noch das gute Hemd an, das ich extra angezogen habe, weil ich zu unserem Hauptsitz gefahren bin vom Geschäft und sie mir da eben Sachen beigebracht haben. Da dachte ich, da muss ich ein bisschen besser aussehen als sonst. Und dann dachte ich, kann ich es die nächsten 2 Tage auch anziehen. Bisschen, ja. Sagen wir zumindest, eine recht wichtige Person im Unternehmen macht Urlaub. Und, ich darf in der Zeit, wo sie Urlaub macht, so ein bisschen ein paar Aufgaben übernehmen. Zitat meiner Chefin. Das sind Daten, die nicht raus müssen, nicht raus dürfen, also nicht nach außen fließen, egal ob jetzt Nicht-Mitarbeiter oder Mitarbeiter. Und sie tun mir anvertrauen, dass ich eben, also sie vertrauen das mir an. Nee, also ich kann auch bei mir auf der Arbeit jederzeit sagen, wenn ich überfordert bin oder zu viel habe, stopp, Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe. Als meine Fachansprechpartnerin Urlaub hatte und ich viele Aufgaben von ihr übernommen habe, das war anstrengend. Also, und ich dann halt, das war die Zeit, wo ich die ganzen Spätschichten gemacht hatte. Ich glaube, das habt ihr auch alle ein bisschen gemerkt, dass da die ganze Spätschicht ein bisschen aufs Gemüt geschlagen hat. Und als nächstes, von der ganzen Arbeit ist meine Arbeitskleidung schon ganz zerschlissen. Könntest du vielleicht jemanden suchen, der gut nähen kann? Wer kann gut nähen? Probier es mal beim Gerudo-Stamm. Dort findest du vielleicht jemanden. Es wäre schon ein großer Zufall, von so jemanden zu finden. Ach ja, noch etwas. Gemäß den Richtlinien des Bauunternehmens Yolanda muss der Name auch da enden. Wenn du irgendwo auf der Welt solche Leute findest, dann lade sie nach Taburasa ein. So. Auf Expansionskurs. So, dann müssen wir jetzt ein Gerudo, der oft da. Die Gerudos waren. Ja, wo waren die denn? Oh, vielen Dank für das Follow. Anthony. Vielleicht aber auch Anthony. Wir wissen ja, ich kann sehr leicht Namen abändern. Ich wollte reisen. Zu den Gerudos. Reisen tue ich. Hier, Gerudo. Waren die fliegenden Viecher, ne? Oder waren die Gerudos die Weibchen? Ne, da, nach Gerudo. Dann sind das die Weibchen. Dann muss ich mich gleich weiblich anziehen. Ich muss ja schon ganz ehrlich gestehen, ich hoffe schon so ein bisschen, dass so wenig wie möglich reinflattert. Genau, das nennt sich dann Business Dress Backer Crew Gaming. Wobei ich ja doch recht Glück habe bei mir auf der Arbeit. Also, es gibt ja bei uns keine Pflichtkleidung so gesehen. Das heißt nur, wenn dann mal Kundenbesuch kommt, zieht euch anständig an. Und das anständig anziehen bedeutet auch nur, dass man halt, helft mir mal kurz. Dass man eben nicht, Luca? Mit da, ne? Muss es enden?
Ja. Das heißt dann halt nicht, dass man nicht gerade in Jogginghose oder so antanzen soll. Zeig, ach nee, da. Achso, da kommt man ja nicht rein. Aber die ist bestimmt hier, oder? Hier drin, würde ich sagen. Wenn du Mitglied bist, kommst du durch die Hintertür rein. Ich bin aber kein Mitglied. Ich weiß halt auch immer noch nicht, wo das machbar ist. Und Überstunden, 100 Rubine. 100 Überstunden stehen auch meistens nur in der Hochzeit an. Hat eine Idee, wen ich belauschen muss, damit ich da in die Hintertür reinkomme? Nee, die zwei waren das dann wohl nicht. Aber wen muss ich belauschen und da rein? Kennt jemand das Passwort, ohne dass ich belauschen muss? Passwort. Ich tippe übrigens nur einfach Buchstaben gerade ein. Ihr könnt in der Beine mich zu euch nehmen. Okay. Aber in der Bar eine Milch. Ja, ich weiß ja nicht, wen ich belauschen muss. Das ist ja das Problem. Ist das die Bar? Nee, das ist nicht die Bar, oder? Wir sind die frischesten mit Weizen und Kram, okay. Wo ist denn die Bar dann? Ich habe keine Ahnung, wo ich jemanden belauschen soll. Und wann? Also wenn du einen Tipp für mich hast, dann in dem Fall gerne. Zumindest wo die sind, wo ich belauschen muss. Jena, Stradon. Sind das mehr Pfeile geworden? Komm in der Oase. Wer bist du? Hast du gehört, was man sich über Aroha erzählt? Mit ihrem speziellen Sandpapiermassage kann sie Körper und Seele erfrischen und fühlt sich wie neu geboren. Dass ich aber so lange warten muss, hat mir keiner erzählt. So langsam bin ich genervt. Und du? Wartest du oft darauf, dass du endlich dran bist? UV-Strahlen und trockene Wüstenluft machen auch vor deiner Haut keinen Halt. Ja, ganz rissig ist die. Aroas Therapie erfrischt Körper und Geist gleichermaßen, so sagt man zumindest. Ach, ich darf mich nicht aufregen, sonst bekomme ich noch Falten. Also mach mich nicht wütend. Im Osten der... Jetzt fängt es natürlich schon wieder an, Ich- und Himmelsrichtung, ne? So, das ist Norden. Nie ohne. Das heißt irgendwo da. In der Richtung.
Oben auf der Terrasse. Das heißt, ich muss irgendwie hochkommen. Da ist eine Treppe nach oben. So habe ich schon mal einen schönen Überblick, wo ich hin muss, oder? Hinter mir ist immer gut mit Streaming-Delay, ne? Was fließt da durch die Gegend? Ach, kann ich nicht aufsammeln, schade. Also oben sagst du aber, ja? Oben irgendwo. Und zwei Kriegerinnen. Die Quest haben wir schon, genau. Okay, ich bleibe stehen. Ich warte jetzt auf Anweisungen. Mal gucken, ob das gut klappt. Also das heißt, das Spiel eigentlich nicht ich Zelda, sondern Chica spielt Zelda. Nach vorne und dann links durch das Tor. Chica wird jetzt gleich verzweifeln, weil Chris weiß, wie das ist, wenn man versucht, Navi zu spielen. So, bin durch das Tor. Da nehme ich an. Oh. Schon gehört? Bleib einfach mal so hier, oder? Hallo, Ruffo. Ich zücke mal einen Stift. Einfach lauschen oder mal an. Ich hab endlich das Passwort für du weißt schon was. Echt jetzt? Ein ziemlich verrufener Ort, wenn du mich fragst. Trotzdem interessiert wäre ich schon. Das Passwort lautet? Hey, warte mal. Bruder, steh nicht einfach da herum und belausche ganz dreist unser Gespräch. Verzieh dich. So klappt das wohl nicht. Lauf mal schneller. Lass mich mal ganz kurz einfach versuchen. Fällt doch auf, oder? Dass ich hier so rumschleich. Mich hieß es hier, ich soll eine Milch trinken, ne? Wir fänden ein ganz besonderes Eis. Am besten, du kommst wieder, wenn du den Unterschied zu schätzen weißt. Habt ihr Milch? Hey!
Ja, die Kleiderhändlerin Greta hat mich auf den aufgenommen. Besonderes Eis? Aus dem königlichen Eiskeller. Veredelt zusätzlich noch den Geschmack. Was empfiehlst du? Unsere Spezialität ist der Cocktail Vaivilvoi. Die meisten Vai kommen deswegen hier. Er ist süß und ganz leicht salzig, genau wie die Liebe. Du siehst mir etwas jung aus. Oh, verdammt. Früher kamen sie fast jeden Abend hier, um einen Vaivilvoi zu trinken. Oh, Entschuldigung. Mit dir hat das alles natürlich nichts zu tun. Ich trigger nochmal. Ich meine, vorhin haben die ja mal kurzzeitig erzählt, ne? Ich mach schon ganz schön viel Krach, wenn ich da kletter, ne? Chica, möchtest du mir vielleicht doch einen ganz kleinen Tipp geben? Weil ich sonst hänge ich hier, glaube ich, noch eine Stunde an der Wand. Ja, Prompto und ich haben, sagen wir sind mindestens einmal gestorben. So schön mit Game Over Screen. Also quasi hier? Dann wahrscheinlich? Dann hier? Muss ich einfach hier warten oder muss ich da noch irgendwas triggern? Ah, zuhören. Okay. Was wollte eigentlich diese hilanische Wei eben? Egal. Komm schon, Jaido. Erzähl. Ja, stimmt ja. Das Passwort. GGC. GGC. Bestimmt eine neue Convention. Denn ich würde das mir auch niemals aufschreiben. So, jetzt müssen wir noch warten, bis der nächste Tag kommt, ne? Aha, das dachte ich mir. Du warst die ganze Zeit dort? Es wundert mich noch, dass der Sandsturm an der Stelle nie nachgelassen hat. Hm? Was? Was will eine hylianische Wei wie du denn hier? Was machst du da? Ich habe Goku ja drum gebeten. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich bin Archäologin und untersuche die alten Schriften, die ich gefunden habe. Und ich habe sie entschlüsselt. Naja, nicht ganz. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und ich werde mir einen Namen als Archäologin machen. Oh. Dass wir uns hier treffen, muss ein Wink des Schicksals sein. Ich kann also beruhigt von meiner Forschung erzählen. Und zwar alles. Jedes Detail, ne? Willst du es hören? Natürlich willst du. Natürlich. An den Ausufern der Gerudo-Wüste östlich dieser Stadt befindet sich ein Tempel. Es ist den riesigen Statuen von 7 Kriegerinnen geweiht, die von den Gerudo als Beschützer verehrt werden. Die Geister der 7 weisen den Weg. Zu ihnen obliegt der Zugang zu Gewehren zur Heldenprüfung. So steht es in den Schriften, die diesem Tempel gefunden wurden. Es heißt, aus allen Teilen der Welt seien Abenteurer gekommen, um die Kraft des Helden zu suchen. Aber soweit ich den Text hier verstehe, hat bis jetzt noch niemand die Prüfung bestanden. Prüfung? Also, was es damit auf sich hat, finde ich sicher noch heraus, wenn ich den Text weiter studiere. Bin mir sicher, aber die Kriegerinnen besaßen jeder eine Kraft, Teil einer größeren Kraft war. Diese Kraft waren Geist, Können, Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut. Aber für mich sehen sie alle gleich aus. Ich
bald habe ich die Geheimnisse der Schriften gelüftet. Der Titan hat sich beruhigt. Also nichts wie zurück an die Arbeit. Die sieben Kriegerinnen. Was ist Willi Quest? Östlich von den Tempeln. Okay, mehr haben wir jetzt aktuell nicht. So, jetzt müssen wir noch irgendwie kurz mal Nickerchen halten. Irgendwo wird es doch ein hübsches Lagerfeuerchen für uns geben, oder? Moment, hier war doch irgendwo ein Gasthaus. Ich verirre mich halt immer wieder an dieser Stadt. Da. Da ist irgendwo, genau, da ist der Mond. Ich will eigentlich nur schlafen. Eigentlich will ich nur schlafen. Entschuldigung, ich will einfach rausfinden, was es ist. Am Morgen. Dabei müssen sie doch eigentlich rausfinden, dass er ein Kerl ist, oder? Du bist viel. Entspann dich, hier bist du unter Weih. Warte auf den Schrei. Kein Schrei? Bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon. Bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon. So. Hat ihr immer nach mir gerufen? War doch gerade schon da. So, jetzt Passwort. G. G. C. Auto. In Ordnung, ihr dürft hinein. So groß sah es von außen gar nicht aus. Ich habe hier noch nie gesehen. Naja, gemast macht dir seine Aufwartung. Wenn ihr nicht zu viele Fragen stellt, stelle ich auch keine. Ihr seid jetzt Mitglied hier, also möchte ich euren Besuch danken. Oh, Wüstenbeinschutz, Hitzeschutz. Oh, das sind Männerkleider. Wüstenschulterschutz. Wüstenstirnschutz. Uiuiuiui. Huch. Oh, das ist etwas ganz Besonderes. Man braucht Leuchtsteine, um es herzustellen. Wenn euch danach verlangt, fertige ich euch's an, wenn ihr mir die benötigten Materialien bringt. Eine kleine Gebühr wird natürlich auch fällig. Sieht schon irgendwo interessant aus, ne? Oh, wunderbar. Ich glaube, ich habe gleich wieder kein Geld, oder? Ach Jungs. Gärtenkeller und Lockwalter, damit habe ich was angestellt. Damit habe ich wirklich was angestellt. Okay, das ist jetzt aber leider nicht die, die ich wollte, ne? Später. Stirnschutz? Schulterschutz? Irgendwie will ich die Rüstung auch haben. 450. 1300. Und 650. Die holen wir noch. Wieso haben die Männerkleidung? Ich
Ich darf hier ja nicht mit Männerklamotten rumrennen, Miri. Das ist ja das Grundproblem. So, ich brauche aber immer noch die Schneiderin. Mauva? Nee. So, jetzt brauche ich immer noch das Weibchen. Beziehungsweise einen wunderschönen guten Abend dir, Miri. Du weißt nicht zufällig auch, wo ich meine Schneiderin finde. Riese, okay, auch der falsche Name. Ach, wie niedlich. Sie hat geübt, wie man mit einem Voi redet. Weil das eine Amazonenstadt ist und sobald die rausfinden, dass ich ein Kerl bin, schmeißen sie mich vor die Tür, Miri. Nee, Juli ist auch falsch. Die Händlerin werde ich wohl kaum. Nero ist auch falsch. Wie heißt du? Nee, Kira ist auch falsch. Schalalalala. Ich würde niemals Dinge kaputt machen. Wie heißt du? Nee, Dina. Dina ist auch falsch. Tipp Oase. Ich habe hier wieder Momopedia. Schon beim letzten Mal hat Mommy mir gesagt, wo ich hin muss. So, ich konnte hier doch irgendwie... Nein, 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 das alles möchte ich nicht. Genau, das möchte ich. Aber den Hammer möchte ich auch nicht haben. Hallo, Momo-chan! Oh, ich hasse die Viecher. So, so, Kermit. Momo, ist das richtig? Meins! Vorwärts, Kameraden! Ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der Weg war richtig. Da ging es, glaube ich, zur Oase. Okay, Momo sagt, das stimmt nicht, Kermit. Das heißt, du lügst. Die Oase war das da, ne? Hier. Oh, da ist sogar ein Questpunkt, ich dödel. Genau, die Robbe kann nicht weiter, aber ich kann's. Der Wüstenbasar. Ist der Wüstenbasar die Oase schon, oder? Ribia? Nimia? Ach, Kauda. Savak. Oh, was für eine hübsche Weih. Suchst du auch dein Glück in der weiten Welt? Ja.
Dann wünsche ich dir mehr Erfolg, als ich bisher habe. Es gibt denn irgendwo einen Ort, wo ich gebraucht werde? Aber ich brauche eine... Wenn ich mich jetzt Kerl an... Wie sieht denn das lustige Leuchtzeug aus, wenn ich es anziehe? Ja. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ach, was ist? Sag mal, bist du etwa ein Voi? Ja, oder? Ja, schon. Aber ein ziemlich mickriger. Oh, entschuldige, ich bin Powder. Ich komme aus der Garuda-Stadt. Dieser dumme Brauch. Ich hab's langsam satt. Ja, ja, ein Hylianer wie du hat damit eigentlich nichts am Hut, aber wenn jemand im Gerudo-Stamm mein Alter erreicht, fangen sie alle um sie herum an, sie zu nerven. Ah, ich weiß schon. Ich kann es mir zumindest vorstellen. Genau. Wenn eine Gerudo ins geeignete Alter kommt, verlässt sie die Stadt und sucht in der weiten Welt ihr Glück. Unser Stamm besteht nur aus Frauen. Deshalb ist das auch die einzige Gelegenheit für uns, einen Mann zu finden. Das Problem ist, dass ich nirgendwo Arbeit finde. Ich bin zwar eine geschickte Schneiderin, aber diese Kunst scheint im Moment nicht sehr gefragt zu sein. Und solange ich hier nicht wegkomme, lerne ich natürlich auch keinen Voi kennen. Gibt es denn nirgendwo einen Ort, wo ich gebraucht werde? Doch, den gibt es. Hm, was? Das kommt jetzt aber unverhofft. Erzähl mir mehr. Taburasa? Da sucht ein Typ namens Dummster jemanden, der seine Arbeitskleidung flicken kann? Das sollte ein Kinderspiel sein. Aber Akala ist so verdammt weit weg. Andererseits kann ich nicht die Hände in den Schoß legen. Vielleicht sollte ich in Taburasa mein Glück versuchen. Da-da-da-da-da. Danke für die Info. Dann gehe ich mal nach Hause und mache mein Gepäck bereit. Wir sehen uns in Taburasa. Diese Leuchtrüstung ist echt traurig. Ich muss mal was anderes anziehen. Ganz dringend. Schnell anständig. Oh, vielen Dank für den Follow, Arisi. Merci. Sieht schon wieder besser aus. Ich sehe da einen Lurker im Chat. Hallo, Kaoru. Ich sehe dich. Sehe dich. So, wo muss ich hin? Ja. Ich muss wirklich mal einen Brotpunkt in der Nähe finden. Ja, ich gehe auch davon aus, dass die leuchtet, wenn ich in irgendeiner dunklen Höhle bin. Sie sieht halt so peinlich aus. Sieht halt echt so aus, als würde ich irgendwelche ungebührlichen Spielchen machen wollen. Oh, oh. Vielen Dank, Zellnersi. Danke für das Follow. Es wird wieder anstrengend, heute Abend, glaube ich, die ganze Zeit Danke zu sagen. Vielleicht sollte ich mir irgendwann wirklich Dank angewöhnen, dann Danke zu sagen, wenn ich was im Chat sehe. Aber ist ja irgendwie auch fies, oder? Irgendwie schon, oder? Da ist der. Das ist der Schrein, den ich gesehen habe. Das heißt, da hoch auf den Berg geht das dann nochmal. Okay, fliegen wir jetzt erstmal hier lang. Das war knapp gerade. Das ist, glaube ich, noch knapper gerade. Ich glaube, ich bin gleich tot oder sowas. Bin nicht mehr im Visier. Okay. Oi, 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 oi. Ja, da stimmt auch irgendwo Kermit. Das ist halt irgendwo doof.
Also, nicht doof, dass Leute followen, das ist natürlich eine tolle Sache. Aber halt durch diese Twitch-App. Ihr wisst, was ich meine, oder? Man weiß halt dadurch wirklich nicht, was ein echtes Follow ist. Also von einem, der halt... Vielen lieben Dank, over, John. Over, John? Over und out. Och, nee. Habe ich eigentlich mein Master Schwert schon, ist wieder da. Woher kommen eigentlich die drei Zusatzherzen? Ach so, wahrscheinlich durch die Massage, ne? Wenn ich halt vorher sehen würde, wo er auftaucht. Ich will nur mein... Ha. Geht doch. So, wo ist mein Stein? Wo ist mein Stein? Er hat mir meinen Stein geklaut. Da ist mein Stein. Ist das nicht eigentlich im Sternchen sein Text mit dem Stein? Genau, Kermit macht's schon. Ausrufezeichen ist da. Oh, Stern. Ja, das ist ein... Ist ein Dingens für ein Facepalm. Es wird eine Weile dauern, bis wir beim Steinkreis sind, glaube ich. Dum, di dum, di dum. Wie? Ach so. Da müssen wir uns wohl noch was ausdenken, Ropo. Das kam wohl noch nicht so ganz in die Schmiede rein. Die Ideenschmiede-Jungs, die denken sich da bestimmt noch was aus. Ui, du hast mich entdeckt. Weiß ich zumindest, dass der da hinten nicht der da hier ist. Okay, das war blöd. Ha! Jetzt habe ich mein Wild. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen Edelwild. Genau, es muss halt irgendwas Signifikantes für die Geschichtsbücher gemacht werden. Stimmt, Robo trauert regelmäßig eigentlich um seinen Spielstand 1. Aber auch, weil ich ihn damit ein bisschen trolle. Da unten ist es jetzt. Gott, ich bring mich dabei doch um, oder? Der Fuchs ist jetzt in einer besseren Welt. Ernsthaft? Bring mich doch gleich um, oder? Gott. Ui, du hast mich entdeckt.
Oh Gott, für einen Moment dachte ich, ich fall gerade runter. Wow. Das Ding hat eine Geschichte. Chris oder irgendjemand kann sie euch bestimmt erzählen. Der Wolf, der Wolf, der hat drum gebettelt. Hast du nicht gemerkt, wie er danach gerufen hat? Ich sehe noch. Ah, doch, das, oder? War das Haus schon da? Doch, das Haus war da, ne? Nee, oder? Hallo. Du hast eine Gerudo gefunden, die uns hilft. Vielen Dank. Sie hat im Handumdrehen meine Arbeitsklamotten geflickt. Und jetzt riechen sie auch noch ganz wunderbar. Ihr Name lautet Powder. Das passt also auch. Ihre Nähkünste sind an meiner Arbeitskleidung fast verschwendet. Deshalb hat sie eine Boutique eröffnet. Und als nächstes? Ja, ja. Wenn wir mehr Leute einladen wollen, brauchen wir mehr Unterkünfte. Kannst du also 30 Holzbündel besorgen? Zusammen mit dem Material der Firma müsste ich damit ein paar neue Häuser bauen können. Wo ist denn ihre Boutique? Da drin? Öffne. Oh, da sind Menschen. Da sind Menschen. Ich wollte hoch, ne? Nicht umfallen. Oh, hallo Balkon. Sieht schon irgendwie niedlich aus. So, ich will aber wissen, wo die Boutique ist. Ah, da vorne. Ach, die bietet hier auch die Wüstenschutzkleidung an. Günstiger? 450? 1300? Nee, genau denselben Preis. Schade. Kann man da auch ins Haus rein? Ah, tatsächlich. Oder ist auch ein Rezept? Irgendein Eintopf oder so. Vielen Dank für eure Arken. Ja, ja, und das ist ja genauso wie im Dingens. In diesem Geheimtreff-Dings haben sie ja auch das Mailwüsten-Outfit. So, 20 Holz. Diese Domino-Häuser tun mich halt eigentlich irgendwo fertig machen, ne? Wenn mein Masterschwert da mal kurz Dingens kapuscht gehst, würde ich sagen, guck ich mal, dass ich mich zum Schrein begebe, dass wir danach dann wieder neue Bäume sammeln können. Der ist jetzt da irgendwo da oben, das habe ich jetzt von weiter weg gesehen. Hallo, Hund. Eichel. Ups, das wollte ich nicht. Eichel ist immer gut zum Kochen. Ich bin echt gespannt, wie die kleine Stadt hier dann am Ende aussieht. Wenn wir damit fertig sind. Und ob die wirklich einen Nutzen dann auch für uns hat am Ende. Okay, die Energie des Masterschwerts geht mir wieder zur Neige. Ich krieg den Baumstamm nicht zerhackt. Okay, Masterschwert ist zur Neige. Dann rüste ich mich jetzt mit dem hier aus und gehe mal auf die Jagd. Also Schreinjagd.
Hoffentlich überleben wir das. Ich meine, jetzt ist gleich Nacht. Jetzt kommen auch gleich wieder die Zombies. Das haben sie sich bestimmt von Minecraft abgeguckt. Ganz bestimmt. Bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, wo ich genau den Schrein finde, aber irgendwo oben. Das schaffen wir schon. Mindestens gemeinsam mit euch. Vielen Dank, Sounding 34. Dich machen die Zahlen auch fertig, Miri, das ist schön zu wissen. Die Häuser. Die Zahlen machen mich auch fertig. Stimmt, Mumut, das ist ein Argument, dass Zelda das eventuell schon vor mir. Ich glaube, wir haben wieder eine Fee gefunden. Oh, die kostet uns doch jetzt wieder so viel Geld, oder? Vielleicht kann ich mir da aber auch wieder ein paar kleine Feen. Oh, passt. Bleib. Vorsichtig. 2. Sie nicht erschrecken. Noch irgendwo eine Fee? Okay, nein. Ne, ich suche die auch nie, aber ich finde sie immer. Ich sollte die vielleicht auch mal auf der Karte markieren, dass ich also weiß, wo die sind. Mache ich, glaube ich, gleich mal mit der hier. Oh. Ihr seht auch, dass gleich wieder der Blutmond ansteht, ne? Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Blutmond, aber halt die Benennung, ne? Blutmond. Als Frau fühlt man sich da schon so ein bisschen auf den Schlips getreten. Kleines bisschen zumindest. Ist der K.O. einfach wieder gegangen, ohne was zu sagen. Wie viel kostet es mich? Du, junger Mann, bitte höre mich an, aber gern. Ich bin die große Fee Mija. Ihr war früher eine wunderschöne Quelle. Im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine. Und ich habe meine Kraft verloren. Bitte dich selbst, ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche nur 1000 Rubine. Nimm. Ja, aber Entschuldigung, aber als Frau fühlt man sich trotzdem da so ein bisschen blöd. Hast du denn schon mal eine Fee gesehen, Momo? Also hier in dem? Wenn nicht, jetzt schon. Das ist noch wenig. Oh, yeah. Schönen guten Abend, der Schatten. Du hast mich befreit. Hatte jemand Größeres mit mir Muskeln erwartet? Tja, aber auch wenn du ein bisschen mickrig bist, du bist irgendwie ganz süß, du Schnucke. Dank dir habe ich meine Kraft zurück. Im Gegenzug kann ich deine Kleidung verstecken, sofern ich die richtigen Materialien habe. Willst du es mal versuchen? Meiner jetzigen Kraft kann ich deine Kleidung beträchtlich verstärken. Verstärken bitte. Oh, die hier. Machen wir mal das Oberteil.
Und die Hose auf jeden Fall, würde ich sagen. Bussi. Der Arme. Hallo, Arrestium. Oh, genau, die Hose kann ich noch. Ja, und okay, für das andere habe ich keine Herzen mehr dann. Ich muss wirklich bei Zeiten, glaube ich, mal auf die Jagd gehen. Ganz gezielt. Genau, deine riesen lila Lippen. Aber es ist halt schon nicht schlecht, dass man so ein bisschen mehr Kleidung kriegen kann. Bei den anderen Quellen habe ich ja leider vergessen, mir die zu markieren. Gehe ich mir mal ganz nach. Ach, da steht auch Quelle der großen Fee dran. Ja, aber ich tu mir das jetzt trotzdem mal markieren, dass ich direkt sehe, wo das ist. Ich muss nur noch rausfinden, wie man markiert. Nee. Ja, so. Ich würde da also einfach so ein Rüstungsding hinmachen. Weil man ja Rüstung verbessert, ne? So, und ich wollte aber zum Schrein. Ach, das gibt's tatsächlich auch als Blumen. Interessant. So, die Richtung ist Schrein. Kann ich doch hochklettern am besten? Regnen tut's ja Gott sei Dank nicht. Ich bin gerade so ungeduldig. Oh, da gibt's Äpfel. Mal wieder Kochmaterialien. Oh, das wollte ich nicht machen. Oh, dann töte ich das Vieh zuerst. Gott, jetzt gib mir meinen Loot. Jetzt will ich meine Äpfel. Meine wohlverdienten Äpfel. Ich glaube, das Einfachste ist, wenn ich den Baum fälle. Aber gleich immerhin noch Holz. Schwupp. Oh, ich bin gerade zu blöd, um Äpfel zu pflücken. So. Mumu, ich weiß, dass ich dem Weg folgen könnte, aber das wäre ja langweilig. Da stehen Gegner, oder? Oder sind das Blumen? Wahrscheinlich ist es eh gleich wieder ein Schrein, den ich nicht hinkrieg. Oh, was ist das da? Oh, ich glaube mal wieder Äpfel aus Schalen, ne? Wartet mal, ich habe eine Idee. Und zwar Apfel in die Hand. Da rein. Noch ein Apfel. In die Hand. Und da rein. Ich habe gesagt, da rein. Ha! So. Ganz brav. Und jetzt nehme ich sie mir wieder.
Findet ihr das eigentlich auch interessant mit dem Städtchen da bauen? Ist es schon schön, wie sich das so entwickelt, oder? Ich brauche Geld. Ich brauche dringend Geld. Oh nee, das ist wieder so ein Kampfding. Ist mein Masterschwert schon wieder? Aber stand nicht schwer da. Oh, leicht, ja. Dann. Aber Masterschwert? Nee, noch nicht. Dann muss ich wohl damit kämpfen. Ja, wir sind ja erst am Aufbauen, Kermit. Wir wollen es ja voll machen. Hey, abschießen wird nicht abgemacht. Oh, mein Wächterschwert zerbricht gleich. Autsch. Das war schon irgendwo cool gerade. Das hat was gehabt. Den Mob könnten wir doch wegschmeißen, oder? So, dann nehmen wir nochmal das Schwert, das uns ja bald zerbricht, leider. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwo eine Waffe, die wir mitnehmen dürfen. Oder wir kriegen einen antiken Riesenkern. So, Herz oder Ausdauer? Ihr entscheidet wieder. Ausdauer oder Herz? Also ganz entscheidend kann sich der Chat noch nicht. Kann ich jetzt von hier darüber fliegen? Und wie viel Holz habe ich? Wer erinnert sich eigentlich an Holzi? Darüber. Von der Höhe konnte es klappen. Wir probieren es einfach. Dann kann ich mich nämlich auch in Zukunft als nach dort porten einfach. Die Bäume stehen auch wieder. Jetzt, oh verdammt, ich habe vergessen zu gucken, wie viel Holz ich habe. Aber guck mal, die Bäume sind genau wunderschön im Kreis. Oh, eine Quest. Was ist denn? Wer bist du? Ein Reisender. Ich habe eigentlich keine Zeit, mich mit niederem Volk abzugeben. Aber gut, ich mache eine Ausnahme. Deine Kleider und so. Könntest ein paar Rubine gebrauchen, oder? Absolut. Wenigstens bist du ehrlich. Dann hier, ich gebe dir einen Vorschuss. 100 Rubine. Für? Nun sei mal nicht so. Hier, nimm schon. Komm, gib Pfötchen.
Ich wollte Rubin, Entschuldigung. Du kommst dir also entgegen. Dann hör mal an, was du dafür machen sollst. Im Westen dieses Dorfes erstreckt sich der Tarrensumpf. Dort befinden sich Wächter. Zwei Stück sogar. Nicht schlecht, was? Ein einziger davon ist schon gefährlich genug. Und du gehst jetzt und zerstörst beide von den Wächtern, die im Tarrensumpf herumlaufen. Wenn es weiter nichts ist. Ich hoffe, ich krieg dafür viel mehr Geld danach noch. Habe ich schon wieder meinen Masten? Nee, habe ich noch nicht. Dann mache ich das Schwert jetzt kaputt. Zap. Zap. Immer ein Einholzbündel. Ah, 18. Keine Ahnung, was Hagi in dem Spiel macht. Ich brauche aber eine Axt. Verdammte Axt. Also, Kermit hat sich ja umentschieden für Herz. Also erbitte ich wohl Herzen. Wahrscheinlich wäre es mal nicht verkehrt, wenn ich meine stärkste Rüstung anziehe aktuell, oder? Also die mich am meisten schützt. Wir hatten doch so ein bisschen Gebirge hier in der Nähe, oder? Dann könnte ich mir ja auch so ein bisschen Zeugs dort sammeln, oder? Oder liege ich falsch? Oh, die hier ausrüsten. Ausrüsten. Und der hier, ja. 48 habe ich jetzt am Schwertrüstung. Ich will halt immer noch Holz. Ich habe halt noch kein Holz, wirklich. So, Gebirge. Ja, ist halt am ehesten hier, ne? Ich guck mal. Ich muss ja ein bisschen auf mein Schwert jetzt warten. Weil wir leider keine Axt finden. Ich meine, ich kann damit immerhin dann mir wieder neue Diamanten und Zeug holen oder bessere die Rüstung ausbessern. Je nachdem halt. Was ist da oben auf dem Hügel eigentlich? Meine Monsterteile wären ja auch nicht schlecht. Die geben ja auch Geld, wenn ich ein paar Monster töte. Okay, sah jetzt von weiter weg hier oben irgendwie interessanter aus. Ach, da ist aber auf jeden Fall Erz. Ich und mein Erz. Entschuldigung. Ich konnte nur nicht anders. Steinsalz zum Kochen. Opale, ah. So macht das Leben Spaß. Ich sehe schon, am Ende habe ich keine Waffen, weil ich die alles für Sammeln gebrochen benutzt habe. Das ist, glaube ich, gerade wirklich mal ein bisschen dringend, dass ich ein bisschen Geld farme auch. Ich weiß halt nicht, wo man Waffen kaufen kann, Kermit. Das ist dann das Grundproblem an der ganzen Sache. Ist ja nicht kaputt gegangen dadurch. Oh, Schrein in der Nähe. Schrein in der Nähe klingt gut. Dann peile ich mal die Richtung weiter an. Ah, die Richtung.
vielen Dank, Leuro. Ich bin mir nicht so sicher. Ach, Lolroffel XD. Bin ich mir nicht mehr sicher. Was passiert eigentlich, wenn ich mit dem Hammer gegen den Baum hau? Ach, dann kommen die Äpfel runter. Das ist auch cool. Du nicht? Okay, du nicht. Wo ist mein liebster Schrein? Mann, habe ich Berge gefunden. Jetzt hat's aufgehört. Hä? Was ist denn jetzt die richtige Richtung? Das hat doch die ganze Zeit piep, 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 piep gemacht. Wohin ist mein Piep, Piep, Piep? Egal, da sind Steine zum kaputt machen. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Vielen Dank aber auch für den für Lisabin. Lisabinchen, Selfo, Crazy und Killjoy Notes. Ich bin Hellseherin, ihr seht's. Was? Oh, da ist ein Eisenhammer. Nehmen wir mit. Und das piept wieder. Piept nicht mehr. Da piept's wieder. Da. Muss also die Richtung sein. Nach unten vielleicht oder nach oben? Unten oder oben? Wenn es gleich oben nicht ist, dann muss es ja unten sein, oder? Nee, hier ist es nicht. Oder auch nicht ganz oben. Nee, definitiv nicht. Dann wohl unten. Was ist eigentlich das da? Da liegt noch ein Hammer. Liegt da auch eine Axt vielleicht? Na, ich nehme auch Hämmer. Wenn uns mir die Hämmer ausgehen, weiß ich, wo die welche rumliegen. Ja, aber leider reicht der Taschenplatz nicht mehr für die Hämmer aus. Oh, da. Oh, das glitzert irgendwie ganz besonders doll, oder? Bilde ich mir das nur ein. Ich glaube, ich habe hier so einen kleinen Steinbruch gefunden. So, aber ich weiß immer noch nicht, wo. Ach, das hier ist so ein Luftzug, oder? Wo es nach oben geht, dann wieder mit. Ne? Genau, mal gucken, wo es mich hinführt. Vielleicht ja direkt vor den Tempel. Sieht aber nicht so aus, weil es piept auch nicht. Oh, was hier los? Kann ich da einfach runter und dann passiert irgendwas Lustiges? Wow, wow, ich wollte jetzt nicht draufbleiben. Was sicherlich gefunden, wenn es jetzt Splash gemacht hat.
Oh, Moment, Moment. Seht ihr auch, was ich sehe? Seht ihr das auch? Wie mache ich das? Die Wand ist definitiv kaputt, ne? Kann ich mich da irgendwo hinstellen? Das war nicht ganz so geplant. Ich sterbe. Ich sehe mich gleich sterben. Habe ich zufällig? Ganz rein zufällig? Ach Moment, ich habe ja eh noch den Reservebalken gerade. Gott, ich bin so blöd. So, jetzt ist nur die Frage, wie mache ich das kaputt? Ich hätte gerne mit den Hämmern dagegen geschlagen gerade, wenn ich mich nicht selbst ausgenockt hätte. Oh, ich hab's genau gesehen. Autsch. Bombe könnte natürlich auch helfen. Bin mir halt gerade nicht so ganz sicher, wie ich das am schlauesten anstelle. Bombenpfeil wäre vielleicht auch was. Ja, Explosionspfeil. Ich glaube nur, ich habe keinen. Gucken wir aber gleich mal. Nicht Bogen wechseln. Pfeil wechseln. Oh doch, Bombenpfeil. Das war ein Schuss in den Ofen. Ja, Regen. Regen. Ich habe gerade zwei Bombenpfeile mit Regen. Bitte? Hörst du auf? Please? Oder so? Naja, ich hämmer mich mal noch so weiter, solange ich noch Vorkommen finde. Das ist nochmal mal der Stein, ne? Oh ja. Dann weiß ich jetzt, wo es ist. Aber, ist halt gerade ein bisschen blöd. Genau, Ocarina und Hymne des Sturms. Dort wird's wirklich was. Oh, Masterschwertchen ist gerade wieder ready. Das ich könnte mal zwischendurch auch Bäume fällen. Oder Monster. Weg damit. Nochmal wieder ein bisschen Monsterzeilchen. Oh, blöder Schrein. Lass mich in Frieden. Ich hab dich gefressen. Die großen Bäume müssten ja eigentlich etwas mehr Holz geben, oder?
Da sind ganz viele Monster. Oh, gibt auch noch einen Halsbündel. Dann werde ich nichts springen, oder? Oh, ich glaube, ich habe sie alle auf mich aufmerksam gemacht. Schalalalala. Toll, Masterschwert geht wieder zur Neige. Aber ich kann mir doch bestimmt irgendwas von denen sammeln, mit denen ich gleich so ein bisschen Bäume hacken kann, oder? Das könnte ich ja wegschmeißen. Das kann ich wegwerfen. Den kann ich wegwerfen. Die Dinger würde ich jetzt behalten. So, dann nehme ich einmal den hier. Den hier. Dann kann ich Bäume fällen. Oder Sportechse. Ich hätte dich mitnehmen können, aber ich bin zu blöd dafür. Ach, die... Oh, jetzt hast du mich noch auf eine Idee gebracht. Nacht. Nacht. Wer Schatten? Wieso denke ich an Nacht? Gut, Schatten und Nacht. Aber jetzt hast du mich gerade auf eine geile Idee gebracht. Was liegt denn da? Königsschwert. Wenn gleich hier kaputt ist. Du bist heute mein Held des Abends. Genau, der Magnet. Oh, den Krogfächer wollte ich nicht. Eigentlich wäre es am besten, wenn ich gleich alles Holz sammle, was ich irgendwie... Aber der Regen hat jetzt halt auch wieder aufgehört. Aber ich probiere es erstmal mit Magneten dann gleich. Autsch. Mir schon selber weh. So. Jetzt war da... Oh, oh, oh. Vielen Dank für das, das Follow. So, wo lag das Schwert? Ich freue mich gleich mehr, sobald ich das Schwert wieder gefunden habe. Da ist das Schwert. Vielen Dank, Schatten. Merci. Dann gibt's jetzt ganz, ganz viele Herzen mal wieder für dich, bin ich dafür. Genau, willkommen. Holzpfeil. Willkommen bei der Bagger-Crew. Wir sind alle etwas verrückt, also füg dich gerne ein bisschen ein, wenn du möchtest. Kann ich mit dir auch Bäume fällen? Nee, nicht so gut zum Bäume fällen. Wie viel Holz habe ich eigentlich? 40.
Heute tatsächlich noch gar nicht. Aber dafür verirrt sie sich in ihrer Tasche sehr, 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 sehr viel. Den will ich nicht. Den will ich auch. Dafür nehme ich Ritter Zweihänder. Noch einen Boomerang. Den Boomerang nehme ich jetzt zum Bäume fällen. Man kann, ich glaube, in diesem Dorf kann man nicht zu viel Holz haben, Momo. Was ist Taschen? Ach so, du meinst oft in Taschen sein. Ah ja. Ist Speedrunnen dann eigentlich Taschen-Gameplay? Ich meine, die switchen doch als extra in Taschen, damit sie irgendwelche Cheats und Zeug ausnutzen können, oder? Also ist mal ganz blöd gefragt einfach nur. Da ist gleich mal noch ein Holzfäller. Soll das heißen, nicht sicher oder mir egal, Kermit? Hä? Warum habe ich mir gerade wehgetan? Oh, ich werde von irgendwas angeschossen, oder? Was? Wo? Ah, ein Zombie. Ah, schon tot. Oh, den Knochen wollte ich jetzt aber nicht wegwerfen. Irgendwo war jetzt noch hier. Okay, dann überlasse das meiner Interpretation. Verzeiht mir bitte, dass ich jetzt... Oh, das wollte ich nicht. Egal, das kommt wieder. Um den Schrein kümmere ich mich gleich. Bin aber gerade im Holzwahnsinn. Wenn Chris am Ende Ich und mein Holz spielt, wissen wir warum. Sieht auch lustig aus. Einen wunderschönen guten Abend, Boingo. Schön, dich auch mal wieder hier zu sehen. Lange nicht da gewesen. So, okay. Ihr habt Glück, ich habe keine... Ich habe keine... Keine Dingens mehr. So, dann brauche ich einen schwarzen Stein. Vielen Dank, Samuel Gamer, für den Follow. Merci. Und ich brauche immer noch einen schwarzen Stein. Das falls sich jemand fragt, woher das Französisch kommt. Wunderschön und das Biest. Ja, der Regen ist weg. Aber pass auf, Mo. Ich flieg da jetzt hin. Und voila. Da ist dann bestimmt wieder Regen. Da sind Schwarze.
Mit, das klingelt irgendwie. Irgendwie nach, lass mich überlegen. Für den Großen da oben. Nach irgendeinem Kampfspiel, wenn ich das so sagen darf. Für den da. Wupp. Ich hoffe, der rollt mir jetzt nicht weg. Oh nein, er rollt mir weg. Er rollt mir weg. Bleib stehen. Bitte, bitte, bitte bleib stehen. Nicht ins Wasser rollen. Oh Gott sei Dank. Er ist stehen geblieben. So, funktioniert mein Plan jetzt. Sieht ein bisschen weit weg aus, oder? Ja. Leider ein bisschen weit weg. Wie mache ich das am dümmsten? Ich hätte noch eine zweite Idee. Mit Fahrzeugen jenseits 1950, okay. Nee, das funktioniert nicht so wie geplant. Dann setze ich den mal da unten irgendwo ab. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, ich habe mir das jetzt nicht verdammt. Doch, ich habe es mir verdammt. Okay, der Plan ist schon mal gescheitert. Dann habe ich, glaube ich, noch zwei Pfeile, die ich schießen kann, oder? Genau, zwei Stück, die ich noch schießen kann. Ha! Ha! Entschuldigung. Oh, nein, das... Oh Gott, ich dachte gerade, ich springe ins Wasser runter. Ich hatte aber für einen Moment die Befürchtung, dass der Pfeil zu niedrig geschossen hast. Für einen kleinen Moment. Der, pass auf, jetzt ist der Schrein wieder zu schwer für mich, so wie ich mich kenne. Ich brauche mehr Bombenpfeile, so wie es aussieht. Mehr Geld, mehr alles. Kermit, wie geht's eigentlich deinen gespaltenen Persönlichkeiten? Also denen von gestern Abend. Erwecke den Alchemisten in dir. Naja, das mache ich ja immer, wenn wir die Atelierspieler spielen, Boingo. Kommt ja immer regelmäßig wieder Neues. Ich speichere mal noch kurz. Falls ich soweit spoilern darf. Nächste Woche kommt ja am Freitag Also am Freitag kommt Ys raus. Deswegen habe ich nächste Woche gedacht, ich spiele ein anderes Spiel einfach zweimal. Autsch. Autsch. Ja, ich weiß, das war jetzt nicht so galant von mir. Ich weiß nicht, von wem Dankeschön kommt, aber bitteschön.
Komm, 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 versuch mich zu schlagen. Autsch. Irgendwie geht's immer an die anderen, die ich nicht will. Autsch. Autsch. Irgendwie ist Abwehr nicht so meins. Aber das war's ja noch nie. Tut sich jetzt wieder an dem da? Oh, doch nicht! Wow. Eine Wächterachs zerbricht gleich. Aber meine meine Wächterachs ist zerbrochen. Das ist wieder das Wirbel-Wirbel-Wirbel-Mich. Autsch. 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 Oh, 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 ich bleib hier hinten dran. Wieso stehst du auf dem Schlauch, Kermit? Autsch! Ich hab vergessen, dass mehrfach hintereinander. Ich sterbe für ein besseres Zuhause. Gott sei Dank ist es kaputt. Uiuiui. Ich weiß immer noch nicht, wie man das eigentlich richtig macht mit den Viechern. Aber irgendwie sterben sie auf jeden Fall. Ja, diese ganzen PPP-Kermit. Kermit Ultra oder Ultra Kermit oder wer auch immer das war. Diese gespaltenen Persönlichkeiten. Weil das hat mich schon ein bisschen irritiert gestern. So. Bisschen. Ach ja, für alle Neuen natürlich. Ich weiß, der Bot, der nervt die ganze Zeit schon damit. Aber wer Bock hat, uns öfter als in den Streams zu erleben, also auch mal mit uns zu chatten oder so, wir haben Discord. Kommt gerne zu Discord. Das wär schon eine tolle Sache. Also wir haben da auch schon einige Leutchen, die da mitarbeiten. Nicht YouTube-Kermit, Discord. Und die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, also ich bin nicht nur ich hier, die streamt, sondern wenn man so ein bisschen runterscrollt, aber nicht lange, müsst ihr weiter zugucken, dann seht ihr, welche Nasen hier noch ihre, also welche Flachpfeifen oder sowas ähnliches, bin ich aber auch einer, noch hier ihre Nasen so im Spiel haben. Oder in verschiedenen Spielen. So, Hammer. Hammer. Jetzt am besten darüber. Einer davon ist zum Beispiel nämlich der Kermit. Also der quakt hier nicht nur so rum, der spielt auch.
Wobei, was ja eigentlich schon sehr lustig ist, Kermit. Du bist hier der Frosch, ne? Und ich bin diejenige, die ganze Zeit in der Gegend rumspringt. Naja, ist das Schreiben nicht irgendwo Quaken? So ganz grob gesehen. Sind das Gegner? Oh ja, das sind reitende Gegner. Ich möchte dann gerne mein Masterschwert haben. Oh. Wer hat dir erlaubt zu schießen? So. Es regnet schon wieder. Zumindest wenn der andere auch mit Feuer auf mich schießt, brenne ich nicht. Vielleicht doch. Verschieß nicht alles. Ich möchte noch ein paar davon haben. Bleibst du bitte stehen? Oh Gott. Ach ja, mein... Oh, war ich... Oh Gott. Jetzt reicht's aber. Sag mal, kann der nicht irgendwann seine Pfeile verschossen haben? Jetzt reicht's mir. Ich habe keine Lust mehr. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ich wollte ja nicht im Kreis hinter ihm herrennen, Kermit. So, gehen wir unsere Stadt weiterbauen. Ja, einen Bogen hätte ich auch nehmen können, aber da hätte er mich auch die ganze Zeit angeschossen. Das ist ja so das Grundproblem an der Sache. Außerdem bin ich nie so gut im Bogenschießen. Habt ihr ja schon gemerkt. 30 Holzbündel, na klar. Nächstes sind 40 Holzbündel, was er will, oder? Und als nächstes? So, im richtigen Dorf fehlt uns nur noch eines. Es muss alles hier zu kaufen geben, was man zum Leben braucht. Wir müssen eine ordentliche Logistik aufbauen, damit hier ein Krämerladen eröffnen kann. Leider fehlt uns dazu das Wissen und die nötige Verbindung. Wirst du jemanden für uns suchen, der sich mit Logistik auskennt? Oder einen Laden eröffnen könnte? Wenn es um Logistik geht, dann sollten die Orni mit ihren Flügeln unschlagbar sein. Es wäre ein großer Zufall, so jemanden zu finden. Ach ja, noch etwas. Gemäß des Richtlinien des Bauunternehmens Yolanda muss der Name auf da enden. Wenn du irgendwo in der Welt bla 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 bla. Den Text kennen wir ja schon. Expansionskurs. Es wäre ja dann hier in der Gegend. Es ist halt immer so ein kleines Problemchen, wirklich, wenn man einmal in der Woche ein Spiel spielt und so viele also unter der Woche dann so viele unterschiedliche Spiele dann wieder spielt, da vom einen ins andere Game zu wechseln, das... Zumindest für mich ist es nicht immer easy. Vielleicht gibt es da Menschen, die da ein bisschen besser mit klarkommen. Seht das so, macht ein Gift raus, schreibt unter das Gift Fail. Und teilt es mit euren Freunden. So, wo könnte das jetzt sein? Momo, du weißt doch immer, wo die zu finden sind, oder? Wo bist du?
Der Brüderfelsen ist das da vorne, oder wie? Ich flieg mal hin. Hoffe ich. So geht's mir regelmäßig mit Final Fantasy. Ich konnte, also 14. Ich weiß, ich konnte es mal spielen. Aber wenn ich es länger nicht gespielt habe, fühle ich mich wieder reinste Vollhorst. Vielleicht auch wie Lockwalter. Oder Gärtenkalle. Bin mir nicht sehr so sicher, wer von beiden der Schlechtere ist. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich überziehe ja gerade. Oder? Kiki! Wollt ihr denn noch ein bisschen? Nussballachs. Nussballachs. Hier ist doch bestimmt ein Schrein. Naja, sagen wir, bei Quiplash gibt es gerade ein kleines, nennen wir es technisches Problem. Wie gesagt, nennen wir es technisch. Chris schlägt vor, wir lassen mal an einem Samstag einfach Zelda ausfallen und machen dann dafür einen Quiplash-Abend. Ob ihr das wollt, müsst ihr natürlich entscheiden. Oh Gott, schaffe ich das? Grad so, oder? Ja. Oh, oh. Dann mache ich das hier wohl mal. Zeit wird nicht reichen, oder? Oh Gott, habe ich es geschafft? Oh Gott, ich habe es geschafft. Genau, das ist dann kein Zelda Saturday. Gott, auf die Idee ist noch niemand gekommen. So, ich wollte wieder nach da oben, ne? Zum Schrein am besten. Was könnte das denn hier? Stall der Orni könnte ich noch versuchen, ne? Oder beim Pass. Oder wo glaubt ihr, könnte denn der Krämer sein? Quiplash Kunde. Wäre das nicht ein Quiplash Quaterday? Die Frikadelle der Zeit. Irgendjemand ruft mich. Ach so, ist sie. Habe ich die Quest nicht entgegengenommen? Oh, die nehme ich gerne.
Ja, wo finde ich den Krämer? Hi. Das ist eine gute Frage. I am bread. Oh, Leute. Wo ist eigentlich das Gasthaus? Da vorne, also andere Richtung. Die Richtung, oder? Genau. Ach, nur weil es lustig ist. Oh. So habe ich mir das nicht so ganz vorgestellt. Nee, so ganz nicht. Das ist das Gasthaus. Ich meine, bei den anderen Teilen war es auch immer irgendeine Außenstelle. Also warum hier nicht auch? Oh, du hast auch eine Quest. Ja. Guten Tag, bist du ein Hylianer? Meine Weihnacht hat ziemlich. Wie es läuft? So lala, würde ich sagen. Ist doch egal, hör mir lieber zu. Ich habe ihn gesehen, ein Glotschi. Ein was? Ein Koloss aus Eis. Visitor, okay. Naja, ich glaube nicht, dass ich kurz im Prozess. Oh! Wildbären. Wildbären klingen toll. Sind hier denn überhaupt Vögel, die ich rekrutieren könnte? Das war nur dieser Geschichtenerzähler, ne? Ja, der heißt Kashiva. Jetzt gerade nicht. Haben wir das schon mal gehört? Kann ich mir hier die Hölzer eigentlich? Ja. Oh, guck mal, eine Holzfäller-Axt. Tausche ich mal gegen den Hammer aus, würde ich sagen. Falls wir mal wieder Holz brauchen. Aber wirklich die Frage, wo könnte der Orni sein? Ich vermisse gerade Momo, die mir die ganze Zeit gesagt hat, wo ich meine Schützlinge finde. Momo? Momo? Momopedia? Help? Hier sind auch keine Orni drin, oder? Nee. Dann vielleicht doch im Dorf. Dann wohl zurück. Ich weiß nicht, wenn ich mal eine Axt suche, finde ich hier eine. Momo, ich brauche den Orni für die Stadt. Wieder halber selber um. Warum musstest du an deinen Neffen denken? Ich hoffe aus positiven Gründen. Oh, Plansch, Plansch. Ach.
Weiß noch nicht, wie man Knusperlachs macht. Maxilachs. War doch noch irgendwo ein Fisch, oder? Ah, da. Noch ein Maxilachs. Ah, okay. Momo, wo ist denn der Momo? Goldig. Boah, ich bin echt nicht gut im Leute suchen, ne? Leute suchen ist für mich ein Graus. Er ist im Dorf der Orni auf jeden Fall. Okay. Im Dorf bin ich ja. Verrostete Hellebarde. Mir gar nicht aufgefallen, dass der so hübsch dekoriert ist. Wer bist du? Ah, hallo Peter. Danke, Momo. Es ist ja schön, dass Medo sich beruhigt hat. Aber das war nicht mein einziges Problem. Meine Mutter liegt mir permanent in den Ohren. Ich müsse den Laden übernehmen. Ich hab's so satt. Ich habe keine Lust, im Laden auszuhelfen. Ich will meinen eigenen Laden aufmachen, wo ich der Chef bin. Aber welcher Ort würde es sich lohnen, einen Laden zu öffnen? Taburasa vielleicht? Taburasa? Was ist das? Ich bin ganz Ohr. Verstehe. Dort wird also dringend noch ein Krämerladen gebraucht. Kala, das ist schon ein ganzes Stückchen weit weg. In den Laden würde ich auch ans Ende der Welt gehen. Gut, dann steht das fest. Ich versuche dort mein Glück. Vielleicht sollte ich auf dem Weg nach Taburasa ein paar Waren für den Laden sammeln. Danke für deinen Rat. Ich hoffe, du kommst später mal einmal vorbei. Boingo. Boingo. Die Frau von Petersilie. Petrasilie. Boingo. Bitte. Muss ich da? Pizzasilie, genau. Oh, ist Mina auch da? Und Grüße an die Pizza. Was liegt denn drauf? Entschuldigung. Bei uns gab es heute aber auch Pizza. Ich hoffe, der Flammenheini ist nicht wieder da. Da ist mein Städtchen, oder? Nee, hä? Ah, nee, das ist der See. Da ist mein Städtchen. Beef liegt drauf. Na, solange ihr kein Beef habt. Entschuldigung. Ein Häuschen fehlt da jetzt aber noch, oder? Japanisches Gericht, wie das wie hieß, gehört mit. Ach, da ist wohl der Krämerladen. Ach, japanisch. Oh. Ihr merkt es, ich habe wieder Probleme mit dem Grün. Ich gehe dann mal. Mutter, Kind, irgendwas war mit Huhn und Ei. Bei euch gibt's immer Beef. Oh, oh. Bombenpfeil. Holzpfeil. Feuerpfeil. Eispfeil. Da, hier der Berg muss doch noch weg, oder? Da bleibt der jetzt. Und der Berg muss eigentlich auch noch weg.
Hallo. Du hast einen Orni zu uns gebracht. Vielen Dank. Er hat sich sofort ans Werk gemacht. Anscheinend stammt er aus einer Krämerfamilie. Und der Name Peter. Perfekt. Er fliegt herum, besorgt Ware und verkauft sie dann. Geh mal zu ihm, man sieht ja an. Und als nächstes? Ja? Für weitere Einwohner sind neue Unterkünfte. Du kannst 50 Holzbündel besorgen. Zusammen mit dem Material der Firma müsste ich damit ein paar neue Häuser bauen können. Gut, dass ich eine Axt habe. Vielleicht fälle ich ihn auch irgendwann einfach mal um. Damit, Biber, raust du mich etwa gerade? Nee, das war nicht so geplant. Gilt das Biber raus wirklich mir? Ach so, Ropo. Okay. Aber Ropo darfst du auch nicht Biber rausen. Nicht heute. Ich glaube, wir können lecker Essen mit Eicheln auch machen jetzt. Tom. Tom Bilder, mein Name. Okay, nein, Tom Bilder ist Steinmetz, ich weiß. Dazu müsste ich jetzt Steine hacken. Also ich bin ja eigentlich so mal hauptsächlich der Schweinetyp, wenn es um Fleisch geht. Der Hund lila? Der Hund ist ernsthaft lila. Es tut mir so leid, euch hier mit der ganzen Holzfällerei nerve. Vielleicht kriegen wir das Städtchen noch fertig heute. Genau, ich stehe auf schweinische Dinge. Ah, 43. Wie viel wollte er? 60 oder 50? Bin mir gerade nicht sicher. Oh, Holzfäller-Ex zerbricht gleich. Das ist jetzt nicht so cool. Dann machen wir wohl wieder Master-Schwert-Power. Ich gucke einfach mal, ob ich ihm schon geben kann. Tach. Nimmst du mein Holz? 50 Holzbündel. Okay, hab's noch nicht genug. Fehlen noch ein paar. Tammer steht bestimmt auch auf Miss Piggy, Kermit. Vielleicht bin ich Miss Piggy. Dann hätten wir aber ein Problem. Dann wäre nämlich Chris Kermit. Und das wäre, glaube ich, sehr verwirrend dann. Ups. Stimmt, die haben auch irgendwo alle ein Problem. So, ich glaube, ich brauchte noch 4, oder? 1, 2. Da haben wir gleich noch Äpfel mit dabei. Ach so, okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, Momo. Ach nee, da ist so ein Idiot schon wieder.
Dankeschön. Da ein bisschen Geld und eine Banane. Ich hoffe, es gewittert gerade nicht. Oh doch, scheiße. Schnell den Schild weg. Oh, ich hab wieder mal nur... Bis auf den hier. Der ist nicht aus Elektro. Und... Dann kann ich die hier ausrüsten. Die zieht auch kein Elektro an. Ja, ich habe aber schon Bögen voll. Habe ich eigentlich meine 50 Holz? Ja, okay. 52 sogar. Ich will gerade Chat lesen und rennen gleichzeitig, aber das Gefühl, da stürze ich in den Abgrund. Oh, meine Rüstung ist... Ach nein, mein Bogen ist noch elektrisch, oder? Genau. Wer ist Denise? Jetzt bin ich verwirrt, weil ich nicht weiß, wer Denise ist. Ich muss, glaube ich, die Muppet Show noch mal gucken. Ach, Denise. Also ich glaube, Kermit steht definitiv auf Schweine. So, das heißt wieder ein Häuschen. Dann will ich dir jetzt etwas in eigener Sache sagen. Ich werde heiraten. Glückwunsch. Und wen? Oh. Ein schönes Paar. Auf jeden Fall brauchen wir noch für die Zeremonie einen Priester. Könntest du jemanden suchen, der für uns den Priester spielen kann? Wir brauchen ein spirituelles Volk. Unseren Priester zu finden. Erstes fallen mir da die Soras ein. Wäre schon ein großer Zufall, so jemanden zu finden. Ach ja, und noch etwas. Gemäß den Richtlinien des Bauunternehmens Yolanda muss der Name auf da enden. Meinst du, wir sollen mit dem Schweinskram aufhören? Aber guckt mal, so ein bisschen. So ein bisschen tut sich das. Hier langsam auffrischen mit vielen Leuten. Ist das nicht niedlich mittlerweile hier? Ach, hallo, Hammer. Nein, das Dorf heißt Taburasa, glaube ich. Ich sehe es zwar gerade nicht, aber wenn ich mich richtig erinnere, Taburasa da. Oder so. Irgendwas mit da am Ende auf jeden Fall. Ah, da ist es. Taburasa. Oder Taburasa einfach. Oh, da ist irgendein Häuschen. Ich muss mal kurz speichern. Ich kann jetzt wieder das hier ausrüsten. Ich kann mein Schwertchen wieder ausrüsten. Und jetzt fliege ich darüber. Und wir sehen, was da ist. Wahrscheinlich lasse ich mich dabei töten. So wie ich mich kenne. Aus Neugierde. Ach, das ist hier die Gegend, wo der andere will, dass ich ihm Zeug organisiere, ne? Also die Viechertöte, anders ausgedrückt. Was ist, wenn ich einfach drauf zurenne und das versuche zu töten? Sterbe ich wahrscheinlich, oder?
werde ich bestimmt nicht überleben, wenn ich einfach drauf loshaue. Vor allem sehe ich halt auch gar nicht, wo da der Lebensbalken ist. Ja, ich habe mich schon darauf eingestellt zu sterben, nur damit ihr es wisst. Moment mal. Ich muss mal ganz kurz was essen. Ganz kurz nur. Das ist ein bisschen übertrieben. 10 ist auch übertrieben. Abwehr habe ich ja schon hoch. Die leer. Ist das kaputt? Kaputt, oder? Das ist kaputt! Ich habe überlebt! Und mein Masterschwert geht zur Neige. Es gewittert schon wieder so heftig. Wo ist das andere? Jetzt habe ich... Jetzt habe ich, Blut geleckt. Im Englischen müssen alle auf Sonnen enden. Vielen Dank, Erokami. Erokami. Der Name lässt auch tief blicken. Ich sterbe! Irgendwie ist der gerade ein bisschen widerborstiger als der andere. Das Schwert ist erschöpft. Dann nehmen wir das da. So. Tot. So viel dann wohl zu den zwei Viechern, die ich töten muss, oder? Was haben Tama und Hulk gemeinsam? Wir machen alles kaputt. Naja, ich sollte die ja kaputt machen. Ich finde, ich habe das ganz gut gemacht. Ich lebe auch noch. Oh, was war denn da, wenn daneben steht? Neben? Da. Ach, Wirrelgras. Mit Pfeilen, so gut kann ich nicht Bogen schießen. Das hatten wir schon. Aber ich finde, ich habe sie auch so gut, ganz gut kaputt gekriegt. Sammeln mal ein paar Schräubchen. Oder es müssten doch die zwei Wächter gewesen sein, die jetzt der andere kaputt haben wollte. Gehe ich von aus. Weil er sprach ja zwei Stück, die hier rumrennen. Aber es ist schön zu wissen, dass ich die Wächter jetzt kaputt krieg. Das heißt, ich kann auch diesen nervigen Wächter ausschalten, der beim Professor ist. Ich
könnte mir sicherlich den Quest-Status angucken, aber dafür müsste ich ja ins Menü gehen. Spätestens, wenn uns noch einer begegnet, wissen wir, dass hier noch einer rumrennt. Wow! Wow, habe ich mich erschreckt gerade. Nee, das mit dem Schild Laser zurückwerfen kenne ich noch nicht. Es wird zu einfach, Momo. Doch, doch, ich weiß, dass antike Waffen effektiver sind, aber die sind mir immer zu schade dafür. Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Ich guck mal nach dem Quest-Status. Okay, ich kann vielleicht doch nicht ganz so genau den Status quo angucken. Falls jemand sich fragt, warum ich das hier gerade mache, dass ich mir gegebenenfalls antike Waffen und Rüstungen kaufen kann. Weil die kosten, soweit ich weiß, das Kramszeug, was die Dinger hier abwerfen. Aber wie es klingt, hat der Großteil des Chats das Spiel ja schon gespielt. Wahrscheinlich schon 10-mal durch, mindestens. Gesundheit, Chris. Das guckt gerade den GIF-Ordner durch. Kennt ihr das, wenn ihr ganz neugierig auf die Bildschirme von anderen guckt? Würde ich niemals machen. Aktuell komme ich mir vor wie Gronkh, der sich immer und immer wieder zu diesem einen, zu seinem eigenen Ding hin und her portet. Weil ich mir immer wieder zu diesem einen Schrein hinporte und dann diesen Weg hier fliege. So. Wohin wollte ich? Ach ja, Zeitvertreib für Neureiche. Ach, da. Du wirst es nur. Möchtest du noch etwas von mir? Ich hab's jetzt zerstört. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Du hast beide Wächter zerstört, die im Taran-Sumpf herumgelaufen sind. Wie versprochen, gebe ich dir den Rest deiner Belohnung. Komm, gib Pfötchen. Nicht ernsthaft, oder? Okay, Link fühlt mit mir. Entschuldigung, aber das musste sein. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um die Viecher tot zu kriegen.
So, wir sollten. Wir sollten. Den so raus, ne? Jetzt bin ich mir halt auch wieder nicht sicher. Ich guck erstmal im Dorf. Seiden Momo weiß schon wieder direkt, wo ich hin muss. Na, schneid ihm ein Loch in seinen Beutel. Bin ich auch dafür. Hallo, verbittert. Hätte gern Tiere, damit die Wohnung nicht so still ist. Mach doch Würstchen in der Mikrowelle heiß. Die fiepen eigentlich ganz niedlich. Ja. Doch. Was brauchten wir nochmal? Was ist? Onkel. Du siehst aber komisch aus. Ich bin eine Hyliane. Ein Hyliane? Sowas sehe ich zum ersten Mal. Vom Hyliania von ganz weit weg. Dann hast du vielleicht auf deinem Weg meine Mama gesehen. Sie heißt Dedur. Seit das Wassermonster wild geworden ist, ist sie verschwunden. Naja, bin ziemlich sicher, sie wird bald wieder nach Hause kommen. Deshalb möchte ich an ihrer Stelle ein paar Kröten für uns dazu verdienen. Ja, meine Mama ist immer noch nicht vom Fischefangen zurück. Also, ich will an ihrer Stelle ein paar Kröten dazu verdienen. Spurtkröten, um genau zu sein. Was guckst du denn so? Dein Mitleid brauche ich nicht. Fang mir doch lieber ein paar Spurtkröten. An regnerischen Tagen findet man sie besonders leicht. 5 Stück wären ein guter Anfang, ja? Hab ich welche? Hier, die Kröten. Was? Wirklich? Kermit, ich müsste dich leider hergeben. Du? Ich bin eher Abmoll. Ach Gott. Dann wollen wir mal zählen. Do, re, mi, fa, so. Oh! Du hast wirklich 5 Stück für mich gefangen. Dann gebe ich dir das hier als Belohnung. Brustgras haben wir zwar schon ein bisschen, aber okay. Okay. Ich weiß nicht mehr, was wir genau brauchen. Wir brauchten... Ach ja, einen Priester. Ein Priester, der auf da endet. Ein Priester, der auf da endet. Da zeigt es mir nicht mehr an. Da auch nicht. Das ist der Schmied. Du warst auch ein Questler. So groß war das Dorf der Zoras doch eigentlich nicht, ne? Eigentlich. Guckt jetzt mal ganz kurz nach da. Amol? Was auch irgendein Quest gäbe. Kabuta! So, ein Besucher. Wie schön, dass sich dein Weg ins Dorf der Zoras geführt. Das ist doch Link! Der Hylianer, der vor 100 Jahren Mifa zwang, ihm die Schlacht zu folgen, wo die Verheerung gar nun einmal entfiel. Ein Gesicht, als könnte ich es jemals vergessen. Du solltest wissen, die Alten, die Mifa verehren, sprechen deinen Namen mit Abscheu aus. Doch ich bin der Meinung, man soll die Vergangenheit auf sich beruhen lassen, Link. Ich bin nicht länger Priester und lebe mein Leben nur in Gerusama zurückgeschiedert. Aber seitdem ich aufgehört habe, ist jeder Tag langweilig. Ich sitze Tag für Tag tatenlos rum, bis ich diese Welt dereinst verlasse. Link, sag mir, was ist der Sinn des Ganzen? Wenn du auf deinen Reisen ein verlobtes Paar triffst, lass es mich wissen. Ich bin entschlossen, ein letztes Mal meinen Beruf als Priester zu erfüllen. Hab ich! Das wollte ich hören. Und jetzt verrat mir die Details.
stattfinden soll, das Ganze. Im Dorf Taburasa in Akala. Bis zum Dorf Taburasa in Akala ist es nicht weit. Wenn ich mich also beeile, kommst du zurecht? Mach dir keine Sorgen. Ich habe Vertrauen in meine Füße und Flossen. Es ist schon eine Weile her, dass ich so etwas zu tun hatte. Du solltest auch kommen. Ich treffe in Taburasa schon mal die Vorbereitung. Gucken wir uns wohl noch eine Hochzeit an heute. Und ich markiere wieder den Gronkh. Teleportation. Das ging jetzt schnell. Boah, ich werde alt. Entschuldigung, mir hat der Mensch neben mir gerade eine lustige Geschichte erzählt. Von einem Brüste-Mauspad, das bis heute keine Füllung hat. Ich wüsste nicht, was gemeint wäre. Haben die jetzt extra da so ein Ding in der Mitte gebaut? Ach, das ist der Schrein jetzt. Oh, wie geil. Das haben die hübsch gemacht. So, und wo ist mein Pärchen? Da ist mein Pärchen irgendwo. Na, guckt mal. Sieht das nicht niedlich aus? Ein Brüste-Mauspad. Sowas. Nur normalerweise sind die Brüste gefüllt mit etwas. Ich habe nur die Füllung nicht. Aber das Mauspad. Eigentlich unglaublich, dass man selbst bei solchen Sachen noch auf jemanden findet, dessen Namen auf da endet. Und als nächstes? Ja, ja. Jetzt muss nur noch die Zeremonie durchgeführt werden. Nun ja, Gäste muss ich wohl noch einladen. Gäste? Ich habe mich gerade selbst erschreckt. Mein Chef Landa und Torda, meine Kollegen. In Vorbereitung für das Fest werde ich sehr beschäftigt sein. Könntest du sie nicht einladen? Natürlich. Das wäre wirklich eine große Hilfe. Gut, danke schon mal. Dann laden wir wohl seinen Vorgesetzten ein. Die waren wo noch gleich mal? Wo ist mein Haus? Wird mir nicht mehr. Find's bestimmt, sagt mir nix. Die entlasten auch das Handgelenk tatsächlich. Ich hab mich Nee, Karariko war es nicht. Hier war's, oder? Bei Hateno. Glaube ich. Ich habe halt kein Gelzeugs zum Befüllen. Vielleicht könnte ich es ja auch mal mit Wasser probieren, aber ich wollte es nicht verhunzen. Vor allem wollte ich keine Überschwemmung auf meinem Tisch generieren. Also habe ich mich bis heute noch nicht getraut, da irgendwas reinzumachen. Weil da ist ja so ein Böppelchen dran, hier. So ein Mach-mich-auf-Böppelchen. Eine Spritze war halt dabei. Aber halt sonst nix. Auch keine Anleitung, falls jemand fragt. Ich habe auch im Internet eine Anleitung gesucht und keine gefunden. So, mein Haus war
Da oben, oder? Die haben ja bei meinem Haus rumgegammelt, soweit ich weiß. Ich bin eigentlich immer, es sieht immer noch total baufällig aus. Warum sitzen die eigentlich in meinem Garten rum? Dummster heiratet. Und ich soll zur Hochzeit kommen. Ich freue mich für ihn. Gut, ich gehe hin. Hier gibt's gerade eh nichts zu tun. Dann sollte ich wohl mal meine Sachen packen oder aufbrechen. Ja, bitte. Aha, das wird bestimmt spaßig. Tja. Toda, komm. Gehen. Na endlich, Chef. Ich würde sagen, aber nach der Hochzeit machen wir Schluss. Oder? Dann haben wir ein richtig schönes Ende gehabt. Richter Dummster von deinem Erfolg. Okay. Dann muss ich jetzt wieder hierher. Gott, ich will gar nicht wissen, wie oft wir heute Abend dort waren. Oft. Sehr oft. Viel zu oft wahrscheinlich. Den Nix Banana. Die Bananen gibt's in deinem Spiel, Kermit. So, ein letztes Mal für heute Abend da runterfliegen. Und ich bin kein Mal heute gestorben. Ich finde das schon beachtlich. Du hast die beiden eingeladen. Danke. Landa und Torda scheinen schon ganz ungeduldig zu sein. Vielen Dank für den Follow, Potter. Harry Potter-Fan? Ich hätte ja auch im Dorf sterben können, Kermit. Landa und Torda scheinen schon ganz ungeduldig zu sein. Können wir mit der Zeremonie beginnen? Natürlich. Alles klar. Gut, dann stellen sich jetzt alle in einer Reihe auf. Genau, Harry, willkommen. Hallo, Mohora? Ich muss um Ruhe bitten. Also, wir sind heute zusammengekommen, mein junges Paar im Hafen der Ehe zu verteuern. Dummster ist unser Bräutigam und Powder ist die Braut. Lasst uns die Zeremonie beginnen. Dummster, im Namen der Göttin Hylia, in guten und in schlechten Zeiten, nimmst du Powder zur Frau und schwörst sie zu lieben und zu unterstützen. Na klar. Sehr schön. Und du, Powder, im Namen der Göttin Hylia, in guten und in schlechten Zeiten, nimmst du Dummster zum Mann? Schwörst du allen deinen Kindern den Namen zu geben, die auf da enden? Moment mal. Wer hat diesem Priester denn seinen Text gegeben? Wieso? Ist doch ganz normal. Wenn du zur Yolanda-Familie gehören willst, solltest du die Traditionen ehren. Aber Chef, eine Frau in unserer Familie? Der Yolanda-Geist kennt keine Grenzen. Jeder ist für den anderen da. Sowas ist noch nie da gewesen. Da haben wir es.
glaube, das hat sie vorher nicht gewusst. Ich schwöre. Sehr schön. Und somit entsteht ein neuer Bund fürs Leben. Möget ihr in den See eurer Liebe springen und nie wieder auftauchen. Kriegen wir jetzt noch tolle Sachen, nachdem wir so fleißig gebaut haben? Neuer Zielpunkt. Versionskurs. Komm. Jetzt haben wir doch schon. Haben wir die Quest doch bestimmt fertig, oder? Hallo. Oh, du bist es. Danke, dass du dabei warst. Schniff. Weinst du etwa? Glückwunsch natürlich. Danke. Sieh dir Taburasa an. Es ist zu einem richtigen Dorf geworden. Und das war alles nur mit deiner Hilfe möglich. Vielen Dank. Ach ja, ich habe hier noch was für dich. 3 Diamanten. Darauf sind wir beim Wegräumen der Felsen gestoßen. Ich und Paula brauchen sowas nicht. Also los, nimm schon. Ich glaube, wir haben die Quest fertig. Wir hatten eine schöne Hochzeit heute. Haben ein hübsches kleines Dörfchen erbaut. Ich mag das Dörfchen. Magst du umstellen? Aber das wird bestimmt deine lustige Familie, eine Familie, die nur auf da endet. Ich erinnere mich noch an Ultima Online-Zeiten. Wir hatten ein Problem. Unsere Familie hatte alle Buchstaben mit SA. Fragt nicht weiter. Fragt nicht. Es war keine Absicht. Auf jeden Fall. Vielen herzlichen lieben Dank fürs Dasein. Es gibt natürlich auch ganz leckere Waffeln für alle. Nein, sowas wie Severa Arion, Sylinor Arion. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Kinder hießen. Auf jeden Fall Waffelherzchen für euch. Zumindest eine. Vielleicht auch 2. Oder 3. Momo hat nur die Reihe durchbrochen. Oder 4. Weil guten Freunden gibt man eine Waffel. Und gute Freunde haben bestimmt auch immer was an der Waffel, dürfen auf jeden Fall was an der Waffel haben. Und gemeinsam hat man dann eine Menge an der Waffel. Naja, schlafen gehen wir bestimmt noch nicht, aber sagen wir, wir genießen den Abend. Genießen das Wochenende noch, was übrig ist. Und am Montag, da kommt was. Also wer Sturm sät. Chris hat den Kampf gegen seine Spieler angetreten. Wir sehen uns dann am... Wir machen... Also ich und ihr machen am Dienstag weiter. Am Mittwoch weiter. Also Dienstag und Mittwoch machen wir weiter, beide Tage. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne gute Nacht. Tschüssi. Genau, die Schedule-Macher.